Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen weltweit die häufigste Todesursache dar. Allein in Deutschland erleiden etwa 400.000 Menschen jährlich einen Herzinfarkt. Das kann genetisch bedingt sein und familiäre Ursachen haben, vor allem aber auch ein ungesunder Lebensstil kann das Herzinfarktrisiko erhöhen. Neben kalorienreicher Ernährung kann auch das Rauchen einen Herzinfarkt begünstigen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich darf Sie heute herzlich zu einer neuen Folge von Fokus Medizin im Dialog begrüßen, der Gesprächsreihe von den Stuttgarter Zeitungen und den Stuttgarter Nachrichten in Kooperation mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Zu Gast heute im Studio ist Professor Dr. Rafi Bekkerecian, Chefarzt für Kardiologie und Angiologie. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen und uns das Herz und vor allem Herzerkrankungen genauer anschauen, zeigen wir Ihnen einen kurzen Film. Wir sind im Moment konfrontiert in der Herzmedizin, dass unsere Patienten immer kränker und älter werden und dadurch auch die Krankheiten komplexer werden. Gleichzeitig haben wir aber immer mehr neue Verfahren in der Herzchirurgie und in der Kardiologie, die uns eine sehr individuell angepasste Medizin erlauben. Bei Patienten mit schwerwiegenden Herzerkrankungen ist es bei uns gelebte Realität, dass wir mehrere Disziplinen zusammenbringen, um eine optimale Therapieentscheidung vornehmen zu können. Da kommen oft sowohl Herzchirurg als auch Kardiologe als auch Herzanästhesist zusammen, um den Patienten sich gemeinsam anzuschauen und zu überlegen, welche Therapiemöglichkeiten die beste ist. An der Abteilung für Kardiologie und Angiologie des Robert-Bosch-Krankenhauses behandeln wir ein sehr breites Spektrum an Erkrankungen. Wir haben uns insbesondere spezialisiert auf eher komplexe Krankheitsfälle, auch schwerkranke Patienten und können dort alle Bereiche der modernen Herz- und Gefäßmedizin abdecken. Das beinhaltet zum Beispiel die Erkrankung der Herzkranzgefäße, das betrifft auch die Gefäße in den Beinen und Armen, es betrifft ebenfalls die Elektrophysiologie, also die Behandlung der Herzrhythmusstörungen. Bei der Behandlung der Herzkranzgefäße versorgen wir sowohl akute Herzinfarkte als auch chronische Erkrankungen. Ein besonderer Schwerpunkt stellt bei uns auch insbesondere die Herzklappentherapie dar, wo wir ein sehr breites Spektrum an ganz unterschiedlichen Therapieoptionen anbieten können und auch eines der größeren Zentren in Europa sind. Im Herzkatheterlabor des Robert-Bosch-Krankenhauses führen wir eine sehr große Zahl von Eingriffen durch. Das sind zum Beispiel über 3000 Koronareingriffe pro Jahr und über 800 Herzklappeneingriffe pro Jahr. Und dadurch können wir natürlich eine sehr breite Wissens- und Erfahrungsbasis anbieten und werden auch in den kommenden Jahren deswegen auch unsere Herzkatheterkapazitäten erweitern. Ein spezieller Eingriff, den wir besonders häufig durchführen und wo wir auch wirklich überregional Patientinnen und Patienten zugewiesen kriegen, sind die Tricuspidalklappeneingriffe. Hier versuchen wir, die Segel durch Clips zusammenzuführen, um die Undichtigkeit zu reduzieren und können dies vor allem ohne Operation mit sehr geringem Risiko durchführen, sodass das auch für Patienten zum Beispiel in einem höheren Lebensalter oder mit vielen Zusatzerkrankungen trotzdem in Frage kommt. Koronare Herzerkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Krankheiten. Was passiert denn genau bei der Erkrankung im Körper? Die koronare Herzerkrankung ist im Prinzip eine Sonderform der Atherosklerose, also das, was man im Allgemeinen als Gefäßverkalkung bezeichnen würde, wobei in diesem Falle dann eben die Herzkranzgefäße betroffen sind. Und der typische Prozess ist, dass zunächst sich Cholesterin ablagert in der Gefäßwand. Es kommen noch zusätzlich Entzündungszellen hinzu und später verkalkt es dann auch tatsächlich. Und dadurch wird das Gefäß immer enger und das Blut fließt schwieriger durch das Gefäß durch. Und welche Risikofaktoren können eine koronare Herzkrankheit dann auslösen? Die koronare Herzerkrankung ist eine Erkrankung, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Der sicherlich wichtigste Faktor ist tatsächlich der genetische. Das heißt, wenn in Familien gehäuft koronare Herzerkrankungen oder Herzinfarkte vorkommen, ist man auch selber mehr gefährdet, diese Erkrankung zu bekommen. Aber es gibt viele Lifestyle-Aspekte, die natürlich auch die koronare Herzerkrankung begünstigen können oder einen davor schützen können. Also die bekanntesten Aspekte sind zum Beispiel das Rauchen, was natürlich ein sehr wichtiger Risikofaktor ist. Genauso eine schlechte Ernährung, also insbesondere eine sehr cholesterinreiche, fettreiche Ernährung, Bewegungsmangel. Das sind so die typischen Faktoren, die eine solche koronare Herzerkrankung begünstigen können. Es gibt dann natürlich noch ein paar weitere Faktoren, die man
partiell auch mit beeinflussen kann, aber partiell auch genetisch bedingt sind, zum Beispiel ein sehr hoher Cholesterinspiegel, Diabetes mellitus oder ein schlecht eingestellter Bluthochdruck. Und an welchen Symptomen leiden jetzt Betroffene von koronaren Herzkrankheiten? Oftmals spürt man es am Anfang noch gar nicht, sondern erst schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Dabei sind die Menschen sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung der Symptome. Die ganz klassischen Symptome sind ein Druck- oder Engegefühl auf der Brust, was man vor allem bei körperlicher Belastung dann spürt, manchmal auch schon bei Ruhe oder emotionaler Belastung. Ein weiteres typisches Symptom ist die Atemnot, die auch zunächst mal vor allem bei Anstrengung auftritt und dann bei immer niedrigerer Anstrengung zum Beispiel erscheint. Aber es gibt auch Menschen, die spüren eigentlich fast gar nichts von der koronaren Herzerkrankung und merken zum Beispiel zum ersten Mal Symptome, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Nehmen wir jetzt an, die Patientin oder der Patient hat sich mit den genannten Symptomen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, bei Ihnen vorgestellt. Wie geht es dann weiter? Welche Untersuchungen gibt es beispielsweise? Man muss erst so ein bisschen einen Eindruck kriegen, ist es eine stabile Situation oder vielleicht sogar schon eine Notfallsituation. Typischerweise, wenn jetzt jemand sich erstmal vorstellt mit solchen Beschwerden, ist es meistens eine relativ stabile Situation. Das heißt, man würde ein paar Basisuntersuchungen durchführen, sich die Herzkraft anschauen, ein EKG schreiben, gegebenenfalls auch eine Blutkontrolle durchführen. Und dann kann man schon so ein bisschen absehen, in welche Richtung das Ganze geht. Der typische Weg besteht darin, dass man zunächst mal nicht invasiv durch eine Belastungsuntersuchung versucht herauszufinden, ob denn tatsächlich eine koronare Herzerkrankung vorliegt. Oder, was wir mittlerweile auch immer mehr machen, eine Koronar-CT-Untersuchung, mit der wir auch nicht invasiv sehen können, ob zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung vorhanden ist oder nicht. Und erst wenn man da klare Hinweise hat, dass eine relevante koronare Herzerkrankung vorliegt, dann wäre der letzte Schritt eine Herzkatheteruntersuchung, mit der man dann konkret sich die Gefäße anschaut. Jetzt speziell zur Herzkatheteruntersuchung, können Sie die vielleicht nochmal genauer erklären? Bei der Herzkatheteruntersuchung gehen wir mit einem sehr feinen Katheter zum Herzen vor. Typischerweise machen wir das hier über die Armarterie, man kann es aber auch über die Leistenarterie machen. Die meisten Untersuchungen funktionieren aber heutzutage über den Arm. Wir schauen uns dann die drei Herzkranzgefäße an mit einer sehr hohen Auflösung und können dann erkennen, ob zum Beispiel Engstellen da sind. Wenn keine da sind, ist es eine sehr schnelle Untersuchung, die schon nach 5 Minuten vorbei ist. Und alles, was man braucht, ist im Prinzip an der Punktionsstelle eine örtliche Betäubung. Wenn man tatsächlich aber eine relevante Engstelle findet, dann ist es nicht nur ein diagnostisches Instrument, sondern können wir auch gleich die Therapie mit durchführen bei der Herzkatheteruntersuchung und können zum Beispiel verengte Gefäße aufdehnen und zum Beispiel mit einem Stent versehen. Kann man zum Beispiel auch Medikamente bei der Behandlung einsetzen? Man kann in der Tat Medikamente einsetzen und das muss man auch. Es gibt zwei verschiedene Konzepte in der Medikation. Das eine ist eine Art schützender Effekt, das heißt Medikamente einzusetzen, die in der Lage sind, auch das weitere Voranschreiten der Erkrankung idealerweise zu stoppen. Dazu gehört zum Beispiel der Cholesterinsenker. Es gibt Medikamente, die im Falle eines Herzinfarktes einen schützenden Effekt haben. Dazu gehört zum Beispiel das Aspirin. Und dann gibt es aber auch Medikamente, die zum Beispiel die Beschwerden einer koronaren Herzerkrankung reduzieren können. Denn nicht immer sind wir verpflichtet, die Herzkranzgefäße auch zu öffnen und zu erweitern, sondern wir können sehr wohl auch, wenn es eine sehr stabile Situation ist, durch Medikation die Beschwerden so weit lindern, dass man auch auf eine invasive Maßnahme verzichten kann. Würden die Betroffenen die Medikamente dann ihr Leben lang nehmen oder kann man die dann auch wieder absetzen? Also ein Teil der Medikation ist tatsächlich eine lebenslange Medikation, insbesondere die erstgenannten Medikamente, die ja eher eine schützende Funktion haben, die sollte man ein Leben lang einnehmen. Medikamente, die nur eine Symptomverbesserung mit sich bringen sollen, also die Beschwerden reduzieren sollen, da kann man sehr wohl auch im Laufe des Lebens noch einmal schauen, ob die denn die ganze Zeit notwendig sind. Denn das kann sich durchaus ändern, dass auch Symptome wieder verschwinden und man diese Medikation am Ende gar nicht mehr braucht. Wird eine koronare Herzkrankheit jetzt nicht rechtzeitig erkannt und auch nicht behandelt, dann kann es ja im schlimmsten Fall zum Herzinfarkt kommen. Welche Symptome haben da die Patientinnen? Das klassische Symptom eines Herzinfarktes ist ein relativ plötzlich einsetzendes Druckgefühl auf der Brust oder auch Engegefühl, manchmal auch ein Brennen.
oftmals mit Ausstrahlung, zum Beispiel in den linken Arm oder in den Kiefer, manchmal auch in den Rücken. Oft auch verbunden mit Atemnot, auch Angstgefühle sind meistens mit dabei. Es ist ein relativ eindrücklicher Schmerz, der, wenn er in dieser Form wahrgenommen wird, dann auch sehr alarmierend ist für die Patienten oder auch das Umfeld des Patienten, die das zum Beispiel beobachten. Das Tückische ist allerdings, dass es eben nicht immer klassische Beschwerden gibt. Also es gibt sehr viele Menschen, die auch ganz andere Beschwerden haben, bis hin zu gar keinen Beschwerden. Deswegen gibt es auch so viele stumme Herzinfarkte, wo immer wieder auch Patienten mal erstaunt sind, wenn man ihnen sagt, sie hatten aber mal in der Vergangenheit einen Herzinfarkt gehabt und es aber gar keine solche Situation gab, an die man sich zum Beispiel erinnern würde. Und was wir aber auch haben, sind eben Herzinfarkte mit atypischen Beschwerden. Die finden wir häufig gerade auch bei Frauen vor, dass zum Beispiel einfach nur Übelkeit oder Bauchschmerzen da sind und man auch gar nicht auf die Idee kommt, dass ein Herzinfarkt hier vorliegen könnte. Wie sieht denn dann die Behandlung aus beim Herzinfarkt ganz konkret? Das Wichtigste beim Herzinfarkt ist, dass der Patient, die Patientin so schnell wie möglich in ein Krankenhaus kommt mit einem Herzkatheter. Also man muss sofort einen Notarzt rufen, man sollte keine Zeit verlieren, denn beim klassischen Herzinfarkt geht ja das Gefäß komplett zu und der Herzmuskel kann dann in den darauffolgenden Stunden bereits absterben. Das heißt, man hat nur ein kurzes Zeitfenster und umso wichtiger ist es, daher schnell zu agieren und eben deswegen Notarzt rufen, so schnell wie möglich in ein Krankenhaus mit einer Herzkathetermöglichkeit zu kommen und dann dort auch tatsächlich so schnell wie möglich das Gefäß zu eröffnen. Das heißt, der klassische Herzinfarktpatient kommt dann auch sehr schnell in den Herzkatheter ohne zeitliche Verzögerung und wir können dann innerhalb von Minuten das verschlossene Gefäß auch wieder aufmachen und damit den Herzmuskel retten. Und was müssen Betroffene dann danach beachten, also wenn sie einen Herzinfarkt erlitten haben? Das hängt sehr stark davon ab, wie groß der Infarkt war und wie viel Schaden am Herzmuskel entstanden ist. Also wenn ein relativ kleiner Schaden oder gar kein Schaden entstanden ist, weil der Patient rechtzeitig in die Klinik gekommen ist, dann kann man ein völlig normales Leben führen. Man muss zwar gewisse Medikamente dann auch einnehmen, denn es ist oftmals ja dann auch zum ersten Mal diese Diagnose einer koronaren Herzerkrankung da. Das ändert sich dadurch für die Menschen ein bisschen. Aber ansonsten ist eigentlich ein völlig normales Leben zu führen. Es gibt natürlich auch Menschen, die einen sehr großen Schaden am Herzmuskel bekommen, die auch eine Herzschwäche durch den Herzinfarkt entwickeln. Da sind dann schon gewisse Einschränkungen manchmal im Alltag zu sehen. Aber auch da haben wir zum Glück die Möglichkeit, mit medikamentösen und auch anderen interventionellen Verfahren den Menschen oftmals so weit zu helfen, dass trotzdem eine relativ gute oder normale Belastbarkeit dadurch entsteht. Und um auch einen zweiten Herzinfarkt zu vermeiden, wäre es wahrscheinlich auch empfehlenswert, gerade die Risikofaktoren, die wir jetzt eingangs besprochen haben, zu minimieren oder eben ganz auf die zu verzichten, nehme ich mal an. Das gehört immer dazu. Also wenn jemand tatsächlich einen Herzinfarkt hat und für viele Menschen ist es tatsächlich auch die erste Diagnosestellung einer solchen Erkrankung, wird ja in der Regel auch empfohlen, dass diese Patienten danach in eine Reha-Klinik gehen und gerade die Reha-Klinik hat das auch als Aufgabe, die Patientinnen und Patienten dann wieder aufzutrainieren, aber auch edukativ natürlich einzuwirken, Verhaltensmaßnahmen mitzugeben, Ernährungsberatung mitzugeben, vielleicht bei einer Rauchentwöhnung mitzuhelfen. Das sind alles Faktoren, die gehören dann in dieser Phase genau dazu. Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die an Herzrhythmusstörungen leiden. Gibt es da ähnliche Symptome oder welche Symptome treten hier auf? Herzrhythmusstörungen sind ein sehr breites Feld. Es gibt extrem viele verschiedene Varianten von Herzrhythmusstörungen. Die meisten davon sind erstmal verhältnismäßig harmlos zum Glück, aber sollten trotzdem richtig erkannt werden, weil auch da gewisse Gefahren drohen, wenn man jetzt die Herzrhythmusstörung nicht exakt erkennt. Dadurch, dass wir eine so große Breite an Herzrhythmusstörungen haben, sind auch die Symptome sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die haben sporadisch mal ein paar Extraschläge zum Beispiel, was sie als unangenehm wahrnehmen, was aber zum Beispiel völlig harmlos ist und was man in der Regel auch gar nicht therapieren würde. Andere Menschen kriegen
plötzlich einsetzendes Herzrasen, vielleicht auch mit einem unregelmäßigen Herzrhythmus. So würde sich zum Beispiel ein Vorhofflimmern anfühlen. Das kann schon ein sehr unangenehmes Gefühl sein, das einem auch sehr viel Angst macht, wo auch die Belastbarkeit in dieser Situation eingeschränkt ist. Das kann dann auch genauso gut wieder verschwinden von alleine oder eben auch nicht. Also deswegen haben wir da eine sehr große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Symptomen. Und wie sehen jetzt Diagnostik und Behandlung dann aus bei den Herzrhythmusstörungen? Das Wichtigste bei Herzrhythmusstörungen ist erstmal eben die Diagnose zu kriegen. Das heißt, man braucht eigentlich eine EKG-Dokumentation dieser Herzrhythmusstörung. Das ist auch manchmal tatsächlich die Schwierigkeit. Es ist kein Problem, wenn jemand zum Beispiel mit einer laufenden Herzrhythmusstörung in eine Klinik kommt oder in die Praxis kommt und man dann ein EKG schreibt, dann hat man in der Regel sofort die Diagnose. Schwieriger ist es bei den Menschen, die sporadische Herzrhythmusstörungen kriegen, wo die Herzrhythmusstörung kommt und geht und man dann oftmals gar nicht so einfach die Rhythmusstörung auch erwischt. Dann kann man versuchen, zum Beispiel über ein Langzeit-EKG zu arbeiten. Oder wenn es noch seltener ist, dass jetzt auch so ein 24-Stunden-Langzeit-EKG nicht ausreicht, um die Herzrhythmusstörung zu finden, gibt es auch sogenannte Ereignisrekorder. Das sind so kleine quasi Chips, die unter die Haut eingesetzt werden und die bis zu 2 Jahren das EKG aufzeichnen können. Und was wir tatsächlich immer mehr mittlerweile nutzen, sind zum Beispiel Smartwatches mit einer EKG-Funktion. Tatsächlich ist das auch ein valides Instrument mittlerweile, um gerade sporadisch auftretende Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Man kann sich dann auf seinem Computer so ein EKG dann nämlich auch im Prinzip ausdrucken. Und mit solchen Ausdrucken kommen gelegentlich auch manchmal Patienten zu uns. Und wir können damit tatsächlich nicht selten die Diagnose auch treffen. Jetzt gibt es auch die invasive Elektrophysiologie. Was genau bedeutet das? Bestimmte Formen von Herzrhythmusstörungen können wir auch beseitigen. Also gerade Herzrhythmusstörungen, die jetzt nicht nur mit solchen einzelnen Extraschlägen da sind, die vielleicht einmal die Woche oder einmal am Tag auftreten, wo ich ja schon sagte, das ist was Harmloses, das behandelt man in der Regel nicht. Das Vorhofflimmern zum Beispiel, was ich gerade eben genannt hatte, ist durchaus eine Rhythmusstörung, die sehr unangenehm sein kann, wenn man sie wahrnimmt. Und wenn das dann gehäuft auftritt, möchte man eigentlich so eine Rhythmusstörung auch loswerden. Und da gibt es Möglichkeiten mit einer invasiven, im Prinzip auch Herzkathetertechnik, diese Rhythmusstörung zu beseitigen. Das gilt sowohl für das Vorhofflimmern, aber auch für andere Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel das Vorhofflattern und dann viele andere Formen, die dann etwas spezieller sind, wo man genau die Stelle am Herzen zum Beispiel identifizieren kann, die die Herzrhythmusstörung auslöst und diese Stelle dann entweder verödet oder die Areale, wo die Rhythmusstörungen kommen, elektrisch quasi isoliert vom restlichen Herzen. Aber jetzt für die Patientinnen und Patienten, das ist jetzt kein großer Eingriff, oder? Also das ist was, eine Untersuchung oder wovor müssen Patienten, oder die haben vielleicht auch Bedenken davor, was können sie sicherlich aus dem Weg räumen, ist ja sicherlich ein kleiner Eingriff. Also zum Glück sind tatsächlich diese Eingriffe mittlerweile sehr schonend geworden. Über die letzten Jahre sind alles Herzkathetereingriffe, das heißt, man muss nichts aufschneiden, man braucht auch keine Narkose für einen solchen Eingriff. Man sticht quasi lediglich wie bei allen Herzkathetereingriffen einfach nur in ein Gefäß rein und führt dann einen Katheter vor zum Herzen. Bei den Herzrhythmusstörungen ist das in der Regel ein Eingriff über die Venen, die man durchführt und nicht über die Arterien. Und die gesamte Dauer eines solchen Eingriffes hängt jetzt sehr stark von der Art der Rhythmusstörung ab, aber das kann so zwischen einer halben und eineinhalb Stunden dauern. Aber dadurch, dass die Techniken auch immer besser werden, können wir also auch immer schneller und schonender diese Eingriffe durchführen. Wann benötigen denn Betroffene jetzt einen Herzschrittmacher? Ein Herzschrittmacher ist bei langsamen Herzrhythmusstörungen notwendig. Also wir haben jetzt vor allem gerade über schnelle Herzrhythmusstörungen gesprochen, wo das Herz zum Beispiel rast. Aber es gibt auch das Umgekehrte, dass das Herz zu langsam arbeitet, dass zum Beispiel Aussetzer entstehen, die dann auch mehrere Sekunden dauern. Und wenn jetzt zum Beispiel das Herz einfach mal 4, 5, 6 Sekunden nicht arbeitet, dann spürt man das natürlich mindestens in Form, dass es einem schwarz vor Augen wird, bis hin zu einer Bewusstlosigkeit, was dann auch nicht ungefährlich wäre. Und das ist genau die Erkrankung, die wir mit Schrittmachern dann behandeln. Also wenn jemand tatsächlich immer wieder einen viel zu langsamen Puls hat oder Aussetzer hat, Bewusstlosigkeiten dadurch erleidet, dann können wir einen Schrittmacher einbauen. Der Schrittmacher
ist dann in der Lage, solche Aussetzer zu erkennen und in der Situation dann das Herz zu stimulieren, damit eben das Herz nicht stehen bleibt und man nicht bewusstlos zum Beispiel umfällt. Kommen wir noch zur Herzklappentherapie. Sie sagen es ja bereits im Film, dass das Robert-Bosch-Krankenhaus eines der führenden Krankenhäuser in Europa ist, das neue Verfahren zur Behandlung der Tricuspidalklappen anbietet. Können Sie uns vielleicht am Modell kurz einmal zeigen, wo genau sitzt eigentlich die Tricuspidalklappe? Ja, also an diesem Herzmodell sehen wir jetzt hier die rechte Herzkammer auf dieser Seite. Und wenn ich die jetzt einfach mal eröffne, dann können Sie bereits die Tricuspidalklappe sehen, die nämlich zwischen der rechten Herzkammer sitzt und dem rechten Vorhof. Das sieht man jetzt hier. Diese Tricuspidalklappe verhindert im Prinzip, dass das Blut, was das rechte Herz in den Lungenkreislauf pumpt, wieder zurück in die Venen zurückfließt. Und es ist insgesamt von den vier Herzklappen, die wir haben, eigentlich die komplizierteste Herzklappe. Okay, und es gibt ja die Tricuspidalklappeninsuffizienz. Da greifen Sie zu diesem schonenden Triclip-Verfahren, was wir auch im Film gesehen haben. Wie genau läuft das denn ab? Wir haben bei der Tricuspidalklappe zum Glück mittlerweile Möglichkeiten, die überhaupt zu behandeln. Das gibt es noch gar nicht seit so langer Zeit. Ich sagte ja gerade eben schon, es ist eher eine sehr komplizierte Herzklappe, die man gar nicht so einfach auch reparieren kann. Und wir haben bei der Tricuspidalklappe zum Beispiel die Möglichkeit, die Segel mit Clips zusammenzuführen an der Stelle, wo sie undicht sind, wo sie nicht mehr richtig abdichten. Und können dann durch unterschiedliche Clips, meistens braucht man dann zwei, manchmal drei von diesen Clips an der Tricuspidalklappe, dann die Undichtigkeit zumindest deutlich reduzieren und dadurch den Patienten auch tatsächlich helfen, dass sie besser Luft kriegen und weniger Wasser zum Beispiel einlagern. Jetzt haben Sie eben erklärt, wie man die Tricuspidalklappe behandelt. Kann man auch die anderen Herzklappen behandeln und vor allem wie? Ja. Also es gibt zunächst mal sowohl die herzchirurgischen Möglichkeiten, Herzklappen zu behandeln und die interventionellen Möglichkeiten. Das, was ich jetzt ja gerade an der Tricuspidalklappe erklärt habe, das ist ja eben eine nicht chirurgische Methode. Und dasselbe ist auch für alle anderen Herzklappen möglich. Also wenn ich das noch einmal hier demonstrieren kann. Also neben der Tricuspidalklappe, die wir gerade eben ja schon gesehen hatten, die sich ja zwischen der rechten Vorkammer und der rechten Herzkammer befindet, haben wir noch zusätzlich hier die Pulmonalklappe, die man bei Erwachsenen relativ selten nur behandeln muss, aber auch die lässt sich behandeln, da lässt sich auch eine neue Herzklappe einbauen. Die häufigsten Erkrankungen an den Herzklappen sind im linken Herzen. Da haben wir einmal hier die Mitralklappe, die ähnlich wie die Tricuspidalklappe auch zwischen, in dem Falle, linker Herzkammer und linkem Vorhof sich befindet. Dann haben wir noch die Aortenklappe, die zwischen der linken Herzkammer und der Aorta liegt und die hier sich befindet und besonders häufig erkrankt und wo wir ebenfalls eine neue Klappe einbauen können. Im Film sagen Sie auch, dass Sie die Herzkatheterkapazitäten erweitern möchten. Was genau bedeutet das? Wir haben jetzt die Besonderheit, dass gerade dadurch, dass wir uns auf sehr komplexe Eingriffe mit spezialisiert haben und auch überregional Patienten kriegen, die zum Teil gerade auch für solche komplexen Klappeneingriffe zu uns kommen, die Situation, dass wir einfach mehr Herzkathetersäle benötigen. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor, einen Saal zu bauen, der vor allem für solche strukturelle Eingriffe auch genutzt werden soll. Gerade für die Herzklappeneingriffe wollen wir dann auch so ein bisschen schwerpunktmäßig diesen zusätzlichen Saal einsetzen, um einfach auch mehr Patienten versorgen zu können. Wir haben natürlich auch einige Leserfragen bekommen. Wir können natürlich nicht alle heute in dieser Sendung beantworten, aber wir haben zwei rausgegriffen, die ich Ihnen gerne kurz vorstellen würde. Es gibt einen Leser, der sagt, er habe die Krankheit ischämische Kardiomyopathie. Er hat drei Stents und einen Defibrillator. Jetzt möchte er wissen, kann ich mit einem Kardio-CT meinen inneren Herzzustand kontrollieren lassen? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn wir einen Patienten haben, der eine koronare Herzerkrankung möglicherweise hat und wir die Frage stellen, ist eine Herzkatheteruntersuchung überhaupt notwendig, dann ist das Coronar-CT oder das Cardio-CT eine sehr gute Technik, um das tatsächlich zu beantworten. Allerdings ist die Domäne des Cardio-CTs vor allem bei der Erstdiagnose. Das heißt, wenn man noch gar nicht weiß, ob jemand eine koronare Herzerkrankung hat oder vielleicht sogar
eher das Gefühl hat, es ist wahrscheinlich keine koronare Herzerkrankung da, dann ist das Corona-CT ein wirklich ideales Instrument, weil wir mit sehr hoher Auflösung die Herzkranzgefäße sehen können und dann im Idealfall ausschließen können, dass eine relevante Erkrankung da ist. Und dann kann man dem Patienten auch die entsprechende Beruhigung geben und der Patient braucht eben dann keinen Herzkatheter. Etwas komplizierter ist es, je älter Menschen werden, weil dann grundsätzlich einfach häufiger Kalk zu finden ist an den Herzkranzgefäßen. Und gerade jemand, der zum Beispiel schon eine bekannte koronare Herzerkrankung hat, wie dieser Patient, da wissen wir schon, dass wir wahrscheinlich auch relativ viel Kalk sehen werden. Und an der Stelle fängt das Corona-CT an, so ein bisschen an seiner Wertigkeit zu verlieren. Dann sind eher funktionelle Untersuchungen besser, also sowas wie eine Szintigraphie, eine Stress-MRT oder eine Stress-Echokardiographie, die uns eher indirekt Informationen dazu geben, ob die Durchblutungssituation eingeschränkt ist oder nicht. Und dafür könnt ihr auch hier ans RBK kommen, für diese Untersuchungen? Ja, das ist richtig. Noch ein Leser, er ist 68 Jahre alt und er schreibt, ihm wurde paroxysmales Vorhofflimmern im Ruhezustand diagnostiziert. Er bekommt bereits Blutdrucksenker, Cholesterinsenker und Blutverdünner. Er möchte aber nicht sein Leben lang Medikamente nehmen. Jetzt fragt er, ist quasi eine Ablation da die einzige Möglichkeit, damit noch umzugehen? Die Ablation bietet diesem Patienten auf alle Fälle eine Chance, diese Vorhofflimmer-Episoden nicht mehr zu kriegen. Das wäre auch ein klarer Grund, einem solchen Patienten eine Ablation anzubieten, insbesondere wenn er das spürt und es als unangenehm empfindet. Die Medikation wird man damit trotzdem nicht los, weil das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Nachteil an dieser Erkrankung Vorhofflimmern. Es ist eine sehr widerspenstige Erkrankung. Das heißt, mit einer Ablation hat man durchaus eine realistische Chance, für viele Jahre Ruhe reinzukriegen, aber eben nicht für sein gesamtes Leben. Das heißt, irgendwann kommt das Vorhofflimmern trotzdem zurück. Mhm. Und da man zum Beispiel nicht weiß, wann es zurückkommt, möchte man sich trotzdem schützen vor den möglichen negativen Effekten eines Vorhofflimmerns. Und da ist gerade der Blutverdünner eben besonders wichtig, denn eines der Hauptrisiken des Vorhofflimmerns ist, wenn man eben keinen Blutverdünner einnimmt, dass ein Schlaganfallrisiko besteht. Und deswegen würde man, selbst wenn man einem solchen Patienten eine Ablation anbieten würde und sie auch gut funktioniert, trotzdem empfehlen, diese Medikation fortzusetzen. Und jetzt noch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was eine Ablation ist, vielleicht können Sie noch mal da näher drauf eingehen. Bei der Ablation würden wir gerade beim Vorhofflimmern im Prinzip das Areal des Herzens, wo das Vorhofflimmern entsteht, vom restlichen Herzen elektrisch isolieren. Also man erzeugt eine Art Narbengewebe in diesem Bereich und dann kann dieser chaotische Strom des Vorhofflimmerns nicht mehr auf das restliche Herz übergehen und im Idealfall tritt dann eben kein spürbares Vorhofflimmern mehr auf. Der Patient möchte auch wissen, wenn er diese Ablation dann machen würde am RBK, was hat er denn da für Wartezeiten zu erwarten? Also typischerweise haben wir so etwa zwischen 2 und 6 Wochen Wartezeit für solche Eingriffe. Das hängt auch immer ein bisschen von der Dringlichkeit der individuellen Situation ab. Also da unterscheiden wir dann natürlich ein bisschen, wie schnell man dann einen solchen Eingriff durchführt. Aber das ist so die grobe Zeit. Und er fragt auch noch abschließend, ob es unter Vollnarkose gemacht wird. Ja, zum Glück brauchen wir keine Vollnarkose. Also diese Eingriffe sind alle sehr, sehr schonend. Was wir sehr wohl machen, ist, dass wir eine Sedierung geben, dass man also nicht alles davon mitkriegt und so ein bisschen schläft während des Eingriffs. Aber eine Narkose braucht man nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Ja, und auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie heute zugeschaut haben. In unserer nächsten Folge widmen wir uns den häufigsten Operationen am Herzen, also der Bypass- und Herzklappenoperationen und Operationen an der Aorta, also der Hauptschlagader. Bis zum nächsten Mal.